Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat ja nur 0-0 gespielt am Ende in St. Pölten und man muss auch ehrlich sagen, das war noch glücklich der Punkt am Ende. Also die St. Pöltner waren eigentlich im Großen und Ganzen die klar bessere Mannschaft. Ja, und Sturm, gerade offensiv, leider doch eher, ja, das hat eher an die Vorsaison erinnert, was die Offensive betraf. Also kaum Torchancen, also ich glaube zwei richtige, so an der Zahl, was ich mich so erinnere konkret. Und ansonsten war eigentlich eher St. Pölten die dreiviertelte Spielzeit über am Drücker. Aber gehen wir das Ganze eben nochmal durch, ganz chronologisch. Also zu Beginn Sturm in den ersten Minuten durch Barley mit einem Schuss. Oder Schüsschen, war jetzt nicht ganz gefährlich, aber okay, war relativ früh aufs Tor. Danach allerdings ist nicht mehr viel passiert, muss man sagen, in der Offensive. Also die St. Pöltner, die kamen doch immer wieder ein bisschen deutlicher in den 16er, obwohl die auch lange Zeit keine konkreten Chancen hatten. Also die haben, glaube ich, auch noch eine Viertelstunde aus der Distanz einen Schuss gehabt. Ich glaube, Davis hat den abgegeben und ansonsten haben sie sich hier und da in den 16er ja, reinkombiniert oder reingespielt, sind aber dann beim Abschluss auch nicht ganz konkret gewesen, aber es war eben ein bisschen mehr los als bei uns. Ansonsten, ja, bei Sturm, wie gesagt, erste Halbzeit tote Hose und so gegen Ende der ersten Hälfte wurde es dann doch wirklich bremselig bei unseren 16er. Also da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir das Tor gefressen hätten. Da war, glaube ich, Dant in einer Situation zu spät draußen, also zu spät rausgerückt, so dass die Abseitsfalle nicht zugeschnappt hat und ich glaube, Davis war es wieder, der allein auf Siebenhandel zurennt, an diesem scheitert, den Ball nochmal vor die Füße bekommt und dann ist es Wüthrich, der sich sehr gut mit dem Oberkörper in den Schuss oder mit dem Unterkörper in den Schuss wirft und in letzter Minute die Situation noch klärt. Es gibt danach eine Ecke und auch die war wirklich brandgefährlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es direkt im Anschluss war, aber auf jeden Fall die Ecke von links und der Kopfball der St. Pöltner, der wurde dann auch gerade mal so auf der Linie von Dante eben nochmal rausgekratzt und auch ja, der Abschluss danach ging nur hauchdünn am Tor von Siebenhandel vorbei. Also man muss da schon sagen, Sturm hatte da wirklich Glück im ersten Durchgang. Also die erste Halbzeit nicht so ganz berauschend. Zweite Hälfte wurde es eigentlich ja auch nicht wirklich besser, muss man sagen. Also auch da kam eigentlich von St. Pölten im Großen und Ganzen wieder mehr. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Sturm da im zweiten Durchgang hatte, war eigentlich auch eine, die man hätte abpfeifen können, eigentlich fast müssen, wenn man fair ist. Also Janscher war da ein bisschen rigoros im Zweikampf. Die Situation wird aber weiterlaufen gelassen vom Unparteiischen. Dante bekommt den Ball über die linke Seite mit der Flanke und Friesenbichler ziemlich ungehindert. Den kann man schon aufs Tor bringen. Setzt ihn dann daneben. Hätte aber gezählt. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder von Sturm. Ansonsten gibt es meistens eher so nach einer Stunde knapp auch eher Distanzschüsse von St. Pölten. Ich glaube, Pokorny, der knapp wirklich das Tor von Siebenhandel verfehlt, aus gut, keine Ahnung, 25 Metern würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, immer wieder kommen die St. Pöltener zu Abschlüssen. Die Bälle gehen aber im Endeffekt dann alle knapp daneben. Also da gab es dann noch von der linken Seite einen Schlenzer, der am rechten Eck knapp vorbeigeht und so weiter und so fort. Also man muss auch wirklich sagen, auch nach einer Ecke, dann in der Schlussphase, glaube ich, war da noch ein Kopfball, den Siebenhandel dann von Schulz gut halten kann, relativ ungefährdet auch. Aber trotzdem, St. Pölten war mehr am Drücker, ein bisschen zu unentschlossen vielleicht am Ende. Ja, und von unseren Blackies gab es eigentlich nur Passivität so im Großen und Ganzen. Also, ohne dass man jetzt natürlich gleich alles verteufeln muss, aber die erste Aufgabe wurde mal ja, nicht so wahnsinnig geil gelöst, muss man sagen. Aber ja, die Saison ist ja noch lang. Und ja, einfach mal abwarten. Ich glaube, die Mannschaft wird sich noch steigern. Nächster Gegner ist Rapid. Das wird auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall schon ein Gegner, der so ein bisschen auch ja, die Richtung aufzeigen kann oder die Grenzen aufzeigen kann. Also man ist da wohl auch dann definitiv Außenseiter. Aber mal gucken.
ob die Blackies da nicht etwas überraschen können. Und ansonsten, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, für mich das Highlight der Runde, Ried. Nicht, weil die gewonnen haben gegen Wattens, sondern die haben die Fans ins Stadion gelassen und gar nicht mal so wenig. Also, denkt mal drüber nach. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.